Hallo Tischtennisfreunde, ich bin Michael Pollack, Erfinder von Tischtennistrainingsgeräten aus Fellbach nahe Stuttgart. Wie eröffne ich einen Ballwechsel? Ball auftippen. Kurz vor das Board treffen und einen langen Ball schlagen, der hier auf den Tisch zurückkommt. Gut so. Kommt ein langer Ball zurück, kann ich einen Ballwechsel trainieren. Spieleröffnung mit der Rückhand. Ball auftippen und vor das Board schlagen. Es soll ein langer Ball zurückkommen. Gut. Gut. Topspin-Training mit dem späten Block